Es ist gut, dass sich junge Leute mit wirtschaftlichen und auch gesamtgesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, gerade in einer Zeit, in der wir in der Gefahr stehen, dass unser Land, unser Wirtschaftssystem, unser politisches System verächtlich gemacht wird. Und die intensive Auseinandersetzung, die diese jungen Leute hier zeigen mit diesen Fragen, ist ungeheuer ermutigend. Ja, der Fokus der Jugendlichen ist darauf gerichtet, dass sie eben eigene Lösungsansätze entwickeln für Themen, globale, europäische Herausforderungen und dann mit viel Motivation, mit viel Interesse an diesen Themen rangehen, gemeinsam mit Forschenden daran arbeiten und wirklich auch Ansätze schaffen, die für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hochinteressant sind. Was wir ja immer bemängeln, ist, dass wir in Deutschland so eine fehlende Start-up-Mentalität haben. Und ich glaube, das hier genau ist so ein Format, was geeignet ist, das zu befördern. Dass den jungen Leuten zeigt, ihr könnt eure Ideen bauen, ihr könnt sie loswerden, ihr werdet gehört. Ich finde die Vernetzung, die man hier spürt, allein durch die Menschen, die hier anwesend sind und die Institutionen, die das Ganze unterstützen, bis hin zu Bundesministerien, das ist was ganz Einzigartiges und was Großartiges. Und ich glaube, das beflügelt auch die jungen Menschen, die hier sind. What is really interesting is the fact that they see this as a collaborative project that needs to include voices from different actors in our societies. And so they also look at existing knowledge outside their classes to generate fruitful partnerships. My role as an expert is to challenge them with questions in a friendly way. And being bloody honest, there is still some potential to go deeper. Man ist immer wieder beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit und Professionalität die Schülerinnen und Schüler ihre Ideen hier vortragen und im Team erarbeiten. Und auch für uns als Wissenschaftler ist es sehr gewinnbringend, mal eine neue Perspektive auf die Sachen zu kriegen. Wir leiden alle so ein bisschen darunter, dass wir in Fachzirkeln und Fachkreisen diskutieren, dass wir teilweise dann erst so im universitären Bereich anfangen, mit den Studenten zu diskutieren. Und jetzt diese Themen und diese Ideen und auch diesen Aufbruchsgedanken nach vorne zu ziehen und das bereits jetzt halt in diesen schulischen Bereich zu tragen, finde ich eine ganz, ganz großartige Idee. Ich würde wünschen, dass man das viel breiter noch macht und viel mehr Öffentlichkeit auch noch darüber herstellt. I always go home with really inspiring ideas and I think that these spaces that promote active citizenship are really necessary if we want to build more resilient societies. Gruppen, die entwickeln ihre Ideen wirklich in Kooperation mit der lokalen Wirtschaft. Und zum anderen hatten wir Gruppen, die bis in den Bundestag ihr Reisebudget eingesetzt hat, um da vorstellig zu werden und ihre Ideen zu diskutieren. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend, was vielleicht nächstes Jahr aus diesen Projekten geworden ist. I really hope that at least what happens here circulates, moves beyond the event and arrives to the people that can maybe scale it up. Teachers should build up teams for the Yes Summit because schools in Germany are still kind of regulatory governmental organizations and innovation comes from the outside.